Auch wenn in Krise das Para fehlt, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zahl dir die Miete noch parallel, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zwischen den Dieben für Haram ist, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zu deinen Füßen liegt Paradies, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Und ich würde schon gerne gucken, damit mit Willen auch ein Upload hat. So, die dauert nur eine halbe Stunde, die Folge. Die anderen dauern immer eine Stunde. Salam alaikum YouTube. Wer geht's? Geht's euch gut? Gucken heute 7 Uhr, es ist wild. Adres, es neigt sich dem Ende. Folge 11. Ja? Gebrochen Siegel. Ja, ich glaube, jemand hat gequittet. Jemand hat F8 quitt gemacht. Fail RP, ich muss zu Support gehen. Folgt mir gerne auf Twitch, erster Link im Bio, Adredis. Wir sind jetzt wieder regelmäßig live. Ich küsse eure Herzen. Und wir gehen rein. So now we have to speak for 5 minutes in English. This is one of the Kanalpunkt attractions on my stream. So if you want to see me how I can speak in English, then let's come on in the stream of De La Rue TV. So here we see Shaolin, who's nacked, naked. We go in. I will skip the intro, because we know these intros, and we will go into the scene right now. Let's go. Day 5 of 7. Yeah, this, they have to spend 7 days on this island, and they have 7... 7 knives, 7 7 items. They have 7 items. They have fire. Zibby. Now we see Fabio. This guy is a special guy. He's a very, very big X. Big X. Like, big X. He have the opportunity to take 7 items, but he's saying, no, 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 no. I'm Offenbach, sahbe, Offenbach. I will just take 2. 1 knife and 1 fire. That's all. No sleep sack. No, nothing. Yo, only knives and fire. This guy with big axe. And the last episode, they have to build some with wood that you can some ship where you can go on water. You can swim on water with this ship. They have built this, and this was the work for the day. Boy, this looks like shit. I see this. This looks like shit. I think, also, it don't swim. Ich glaube, ne. No chance. Shit. Help me, I'm underwater. Like this. Schade. Aber da ist abzusehen, dass meine Schnürsenkel wächst. It's very sad, because this was my favorite character, and I have much hope in him, because if he will win this challenge, then maybe he can win the whole game. But now he's shitting on the toilet with his ship, and I think Fritz will make this today. Sind, da habe ich keinen Bock drauf. Fuck. 2 minutes to go with English. Schade. Noch Dino, your mama is wetter than this water. And she likes
What? Ein Versuch. Nee. Und weil ich hier in der Mitte bin, ist rum. Nee. Okay. Shit. Sehr schade. Schade. Naja, um eine Erfahrung reicher. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich mir hier raus eine Pampers baue. Ey, ich habe eine Idee. Ich habe die übelste Idee. Das wird so scheiße aussehen, aber ich glaube, ich mach's. Moment. Und zwar hier oben steige ich rein. Das ist mein Gürtel. Hier kann ich zumachen. Hier unten habe ich ja eh schon Löcher. Die verbinde ich einfach. Da gehe ich mit den Beinen durch. Talk more. Yes, this is the last minute. He want to make this on his zip. He want to on his zip. He want to like trousers. And there where he can shit it. Shit on. Scheiße, passt maybe an. When he must going to toilet, he can toilet bauen. Making in his rucksack. Frage ist ja wohl eher, ob das um meine Backpack. Hüfte passt. Wir haben ein Stück Schnur. Das lege ich mir jetzt um die Hüfte rum. Zack, das geht bis hier. Das ist meine Hüftlänge. So. Oh, Alter. Es geht einfach direkt auf. Ey, wisst ihr was? Ich probiere es einfach. Ich mach das jetzt einfach. So now he's trying to put his shit in his backpack. Yes, I think it's over now. I can go on in German, maybe. For me, no problem. Yo, bro. Yo, bro. For me, no problem. I'm English director. I have English C1. Do you know what it is, man? University of England. Yo, bro. Streetcrack, dankeschön für 5 Monate. Wir sind durch. Tut mir leid, Chat. Weil ich es lustig finde. Voila, mein hier Englisch zwei ovale Löcher, dass das wie so ein Pampers-Ding ist. Naja, klar. Also das hätte mir auch keiner sagen können, dass ich meine Schlafsackhülle zu einem Schlendenschutz... Okami, mein Bruder. Vielen, vielen, vielen Dank, Bruder. Vielen, vielen Dank, Bruder. Yes, you want it in English? Yes, Okami. Appreciate it. Thank you for the 5 gifted subs. You are a very handsome guy. Very handsome. If you want to make some chickilikiliki, you can call me every time. I'm very proud of you. Thank you. It's Bauer. I kiss your heart too. So. Oder vielleicht reicht das schon so. Also, ja, wie soll ich... Hast du Bock auf weitere Flüten? Nein, passt schon. Kann ich mich aber halt kein bisschen drin bewegen. Digga, das sollen seine Windeln sein. Mein kleines Röckchen. Ja, der Scheiße. Typ hat anders ADHS. Alter! Subzähler hängt Schweiß, Bruder. Fuck, das geht nicht. Der hat Schaden, dieser Subzähler. Ich mach echt einen Schlüpfer draus. Also, wenn ich dafür okay, einen Daumen nach oben kriege, auf das Video, dann weiß ich aber auch nicht. Sagt ehrlich, wie findet ihr's? Wer findet das? Geil, ich hab einen Schlüpfer. Ich denk mal, an Tag 7 stell ich mich so ans Ufer. Sagt, holt mich heraus! Und jetzt gehen wir mal runter ans Wasser. Also der Titel-Chat ist gebrochenes Siegel. Ich gehe davon aus, dass jemand quittet. Falls ihr es schon weißt, schreibt bitte nicht in den Chat. Aber was denkt ihr denn, wer es sein könnte? Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Das sind die Gurtbänder. Ganz kurze Panikattacke, denn ich habe eine Sache überhaupt nicht bedacht. Und zwar mache ich ja nur die äußersten fest. Wenn jetzt aber das Boot sinkt, dann drückt es die ja quasi hoch. Ich probiere mich einfach aus, ob so funktioniert. Wenn nicht, mache ich die drunter. Okay, erstmal rein mit dem ganzen Zeug. Robin, dankeschön für 12 Monate. Sein Floß wird safe reißen, Digga, sage ich euch ehrlich. Auch rein.
mir das mal anzeichnen sollen. Würdest du egal. 2 Tage schaffen? Egal! Boah, schwer, einfach Digga. Machen jetzt. Einfach durchziehen. Schwer. Und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das muss doch schwimmen, ey. So viel Holz wie das ist. Ups, aus dem falschen Getimeout. Okay, jetzt muss ich die anderen ja schon drauf machen. Scheiß drauf. Damit ich den Abstand weiß. Mods, heute, ihr seid nicht gut drauf, sag euch ehrlich. Nikotin würde hochnehmen, unnormal, Digga. Unnormal. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass die hier oben drauf liegen. Das ist Bullshit. Weil die sorgen, die geben ja keinen Auftrieb. Wenn die nicht fest sind, geben die keinen Auftrieb. Die müssen mit unten rein. Und dann sitze ich auf diesen beiden Balken. Ein Arsch hier, beide Beine da vorne. Leben in der Lage. Oset schreibt, ich kann Stunde Mod werden, ich bin seit 2 Jahren jedes Mal dabei. Bruder, ich stream noch nicht mal seit 2 Jahren. Also ich habe alles festgezurrt und ich habe auch alle Gurtbänder einmal so nach innen gemacht, damit ich auch vom Sitzen überall nochmal rankomme. Das ist mein Navigationsstabstock. Ne, hier brauche ich nicht drauf treten. Also, jetzt muss ich hier noch raus aus dem Hafen. Wir werden sehen, ob die Schiffstaufe von Floki, dem Schiffbauer, Digga, standhält. Ja, der wird oder ob der jämmerlich baden gleich. Der geht baden, oder? Es ist auch schafft? Ein rauer Seegang heute draußen auf dem Ozean. Mir schneidet's. Das Schlimmste ist mein Schlüpfer. Ach du Scheiße, also ich hab's mir nicht so wackelig vorgestellt. Oh fuck, warum ist das so krüppelig? Boah, das ist echt nicht ohne. Scheiße. Ja, hat's geschafft. Okay, jetzt sieht lustig aus, aber ich muss mich gut konzentrieren. Sonst geht das Ding hier unter. Okay, wir sind auf jeden Fall schon einen Meter. Aber ich will noch einen Mühe raus. Ich glaube, ich hatte ein bisschen große Fresse mit. Ich fahre bis zum Felsen da vorne. Er hat's geschafft. Ja, den kriegt er hin. Kriegt er hin. Ich mache die Gondoliere wie in Venedig. Aber er ist so schlau. Oh mein Gott, mit diesem Stab kann er einfach so stabilisieren. Ich würde so stabilisieren mit diesem Stab. Ich würde den Stab im Boden halten und dann mich so daran festhalten. So. Der Kahn schwimmt auf jeden Fall schon seit locker über einer Minute. Jetzt kommt es natürlich noch auf die Tiefe drauf an. Hier, bis runter, das ist auf jeden Fall ein Meter, das ist Armspannweite, das heißt, Armspannweite ist bei mir auf jeden Fall fast 2 Meter, also sagen wir mal so 1,60 bin ich auf jeden Fall raus. Jetzt müssen wir, scheiße, mich treibt's ja voll ab, ich versuche dort drüben irgendwo anzulanden. Hat er abgetrieben oder wie? Ah, fuck. Nee, optimal, erstmal ein Selfie-Stab. Ach komm, treib mich einfach. Einfach treiben lassen. Respekt. Stark. Ich würde sagen, Challenge ist geschafft. Und jetzt muss ich aber mal wieder an Land. So, ich versuche da drüben links wieder reinzukommen. Das ist genau die Stelle, wo ich angelandet bin. Hier ist schon gut tief jetzt, ey. Alter. Holy. Ich hätte dem Fabio mehr gegönnt, aber man muss sagen, Respekt. Oder, Chat? Walla, man muss sagen, Respekt. Das ist schon heftig. Hat er gut gemacht. Shit. Oh. Ich hätte es nicht hinbekommen, Digga. Richtige Blutergüsse. Von meinem Schlüpfer. Yes! Challenge Tag 5. Geschafft! Der gewinnt das safe. Jetzt ist safe, dass er das gewinnt. Jetzt ist safe, dass er das gewinnt. Alter, das riecht, hier wie in so einem scheiß Esoterikladen hier durch die ganze Harz. Wird gleich vernebelt hier. Ah.
Ich möchte zu McDonald's. Der hat einfach Säge dabei, Digga. Der hat's einfach richtig gemacht, Digga. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich wirklich sage, ich könnte jetzt aufhören mit Seven vs. Wild. Aber diesen Aufwand hier, habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich hätte es ja anders machen können. Wollte ich aber nicht. Bin zufrieden mit meiner Arbeit. Und wenn ich zufrieden mit mir bin, halt Digga, allgemein, gell? Ich sag euch ehrlich, voll. Das jetzt ist ein krasses Format, Digga. Die nicht nur, dass auch die Dezember auseinandergenommen haben, so hier, das erste, sondern es ist einfach krasses Stück. Format, Digga. Warte mal, mach ich mal hier vorne hin. Das zweite. Die können ruhig innen drin so ein paar Lücken haben, das ist kein Problem. Hauptsache, die rollen nicht weg im Endeffekt. Ich brauche, glaube ich, noch einen Baum. Ja. Warte mal. Ich nehme mal das dicke Ende hier hin. Der will bloß. Naja, wir werden es eben alle hier. Ey, wenn das schwimmt, gell? 10 Subs auf meinen Nacken, Digga. Wenn das schwimmen soll, Digga, 10 Subs auf meinen Nacken, Digga. Mein bisschen Spiel hat es. Aber ich kann zumindest drauf sitzen. Die Lara, die Sache ist, ich würde es nicht schaffen. Ich bei mir, das. Ich brauche jetzt nicht einen auf. Digga, 1-2 Tage und ich würde sagen, Smacker. Immer wenn die mich zeigen würden, ich würde sagen, folgt mir auf Twitch, DelaRueTV, folgt Co-Creator, Go, Davy K, Sammy, Mamas Drehen kommt am 31. Ich würde nur so machen, ich würde wieder abziehen. Und wenn ich da drauf sitze, mache ich einfach den hier. Und meine Füße sind nicht im Wasser. Es ist vollbracht, mein Floß ist fertig. Also er wird auf jeden Fall nicht eine Minute treiben können, das meine ich damit. So wie da, wie Fabio. Die Sitzfläche ist erweiterbar. Mehr schaffe ich heute bloß nicht mehr, also wird es dunkel. Aber ich kann hier ohne Probleme drauf sitzen und doch hier safe, okay, 10 Subs schon wieder wackeln und das verschiebt sich gar nichts, weil die alle Stoß an der Kante anliegen. Sind unten noch ein bisschen angeschnitzt, dass die eine gerade Aufliegefläche haben. Aber würde auch funktionieren ohne das. Aber egal, jetzt haben wir es. So. Jetzt muss das Ding bloß irgendwie noch bewegt werden und das wird das größte Problem alleine. Ein Mann, ein Wort, Bruder. Ich schätze mal vom Gewicht her. Wenn der die Challenge schafft, diese eine Minute in einen Meter, Digga, direkt. Mindestens 400 Kilo. Doch, 300, 400 Kilo. Also mindestens 300 Kilo, sagen wir mal. Sein Gesicht ist 20, seine Haare 50, ich schwöre ja. Vom Gesicht her, der sieht todesjung aus. 350 Kilo. Oh, doch! Was? Warte, was? Naja, mindestens 400 Kilo. Doch. Was? 400 Kilo, also mindestens 300. Mindestens. Ich schätze mal, und das wird das größte Problem alleine, dieses Ding. Ich schätze mal vom Gewicht her. Naja, mindestens 400 Kilo. Ich bin 13. Minute. Willst du mir. Der sagt mindestens 400 Kilo, Digga. Doch. 300, 400 Kilo. Also mindestens 300 Kilo. Sag mal 350 Kilo. 350 Kilo. Oh, doch. Digga, sag dir, Digga. Zwiegt 100 Kilo höchstens, Cousin. Alter, ich bin aufgeregt. Der hat einfach den Unge gerade gemacht, Digga. Der wiegt locker eine Tonne, Digga. 400 Kilo, Bruder. Der denkt einfach zu Opel Corsa. Okay, Schuhe aus, Hose aus. Lass mal die Steine wegräumen hier. Die sind auch nicht wirklich leicht. Boah. Wie viel wiegen die? 200? Ich habe jetzt hier so einen Stab dabei. Ist einfach nur zum Abstoßen von. Der sagt, das Floß wiegt so. Sagen wir mal 40, 40. Oder 50, 50.
sagen wir mal höchstens so 150, Digga. Abstoßen kann und nicht irgendwo gegenlaufe. 150 so. Ich habe nämlich kein Paddel. Okay, Leute. Ah, scheiße, gegengekommen hier. Chill mal, Schiefe, Digga, chill mal, Digga. Der kann doch nicht 200 Kilo so ziehen, Bruder. Wenn das treibt, Digga, und der sich draufsetzt, Digga, ich geb okay, direkt also es schwimmt 10 Zaps, schon mal. Digga. Direkt 10 Zaps, Digga. Aber ein bisschen mehr Auftrieb wäre nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall nass. Halte rein, rein damit. Heftig, Digga. Heftig. Aber das ist noch nicht ein Meter. Ja, egal, ich gifte trotzdem. Ja, das ist, was ich meinte, ne? Der linke hier, der ist halt... hat halt keinen großen Auftrieb. Der ist halt sehr... schwer durch das ganze Harz. Verdammt. Scheiße, zu wenig... Ey! Ihr habt mich gefickt. Einfach zu wenig Auftrieb. Der geht unter. Ah, schade, Mann. Fuck. Egal. Versuch war es wert. Ich, ey, Digga, ihr seid irgendwie so ehrenlos, Digga. Der hat's nicht geschafft, Digga. Nee, also. Digga, ihr seid so ehrenlos. Ich wollte gar nicht stoppen, Digga. Ihr habt mich so gescampt, ihr Wichser. Fuck. Ey, der ganze Aufwand, der ganze Tag. Endet so. Ah, dein Schnauz, ich habe jetzt 10 Subs verloren. Ich wusste, dass du es nicht hinkriegst, Digga. Ist einfach zu schwer. Du brauchst Holz, was wirklich wie so ein Schwemmholz, was richtig trocken ist, was einfach so einen Auftrieb hat. Weil das hier ist, auch wenn der Baum tot war, voller Harz. Der Balken ist unglaublich schwer und unglaublich dicht. Und ich wollte am Dienstag schön mit meinem Floß zum Boot hingepaddelt kommen. Naja. Man muss aber sagen, dass meine Klemmfunktion, also hier die Klemmvorrichtung, ne, die hält einwandfrei. Nur der Auftrieb fehlt. Was der eigentlich ein Sinn ist von einer, so Wichser, Digga. Von dem Floß. Also Zeitbeuge nicht stoppen, das hat sie erledigt. Die Sitze haben sich auch ein bisschen erledigt hier, weil die treiben natürlich nach oben. Die haben natürlich Auftrieb. Ah, wenn ich jetzt runtergehe, kommt es eh nach oben ins Floß, aber ich bin einfach zu schwer denn. Ah, aber es ist gerade schön im Wasser so ein bisschen. Ich glaube, ich schwimme mal eine Runde oder so. Okay, ich will mal seins sehen. Wo ist seins? Das ist eins, oder was? Hallo Freunde, heute Abend habe ich wieder geschnitzt. Ich habe eine einäugige Schlange gemacht. Sie heißt Karl. Das ist Karl, die... Das ist ein Schlange, Cousin? Voilà. Das ist ein Schlange. Bruder, ich glaube, er ist wirklich einsam, Bruder. Ich glaube, er ist wirklich einsam. Guckt euch mal das an, Digga. Chat, bitte. Digga, er ist wirklich einsam, Bruder. Einäugige Schlange. Und natürlich sage ich euch Bescheid, wenn ich das Werkstück trenne. Das ist Karl. Karl ist ein einäugige Schlange. Gefährlich und hochgiftig. Ah, schaltet auch wieder ein, wenn das heißt, Martin und seine Werkstücke. Mal sehen, was ich morgen schnitze. Keine Ahnung. Kennt ihr noch diesen Satz? Braune Augen sind gefährlich, doch in der Liebe sind sie ehrlich. WhatsApp, MSN-Zitat damals. MSN-Status. Ich war jetzt nach etlichen Stunden nochmal bei meinem Floß gucken, um zu schauen, ob diese Fichtenwurzeln gehalten haben. Und das Teil liegt hier die ganze Zeit im Wellengang. Und die zwei
Baumstämme, die ich festgemacht habe an den vier Punkten, ist alles noch dran. Keine Ahnung, wie ich den Oschi hier hochbekommen habe, aber ist zu groß für die Feuerstelle. Naja, ich habe auf jeden Fall noch nicht genug. Da liegen noch ein paar und halt das große Ding, aber für die Nacht brauche ich noch mehr. Aber es wird langsam echt knapp. Also es ist echt Wahnsinn, was ich als einzelne Person hier oben abgegrast habe und unten am Fluss oder See, was auch immer es ist. Also wenn man keine Säge hat. Hätte ich eine Säge, würde ich natürlich da hier sowas noch holen und so, aber es geht immer nur das, was ich so mitnehmen kann oder brechen kann oder wie auch immer. Ja, total krass. So, noch so ein Oschi gefunden. Ich hoffe, das reicht heute Nacht. Ich habe aber noch kein kleines Holz. Heute der Tag war crazy, als es mir heute Vormittag so schlecht ging, körperlich. Zum Glück habe ich mich da nochmal gefangen, indem ich einfach weitergemacht habe, indem ich mich gezwungen habe, aufzustehen, was zu trinken, die Blaubeeren zu suchen und so weiter und so fort. Und seitdem ich mich dann aufgerafft hatte und auch das Floß gebaut habe und so weiter ausprobiert hatte, geht es mir richtig gut. Also ich spüre so richtig Energie wieder in mir. Was allerdings gerade schwierig ist, dass ich meine Kids und meine Frau vermisse. Ich möchte meine Frau einfach fragen, wie war ihr Tag, was machen die Kids? Und das ist gerade echt krass schwer. Also heute ist der Abend, wo es am schwierigsten ist. Also wie gesagt, dieses hier an sich, draußen alleine sein, das Zeug machen, Hunger haben und so weiter. All das ist absolut gar kein Problem für mich. Der will nur ballern, ihr seid so ein Wichser. Digga, ich schwöre, in anderen Chats wäre jetzt, oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, wie süß, Digga, wie süß und so. Wie herzlich, wie nett und so. So, bei mir im Chat, der will nur ballern. Meine Frau schreibt mir, würdest du mich vermissen? Sei ehrlich, tu einfach so, als ob ich die Nachricht nicht gelesen hätte. Ah, die ist ja am Stream. Familie vermissen mich, oh mein Gott. Ist nicht geil. Das ist echt mies so. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht in so ein mentales Ding reinrutsche, weil ich mir gerade sage, wo noch 3 Nächte. Am Morgen ist Tag 6. Dann sind es noch 2 Nächte und 2 Tage. Und ich habe jetzt 5 Tage schon geschafft. Jetzt kommt die 5. Nacht. Und jetzt irgendwie einzuknicken wegen einem Telefonat ist halt Blödsinn. Und da muss ich gerade aufpassen, dass ich da nicht immer weiter reinrutsche und mir sage, ey, jetzt hast du es fast geschafft. Und ja. Nein, sag mir nicht, der ruft jetzt seine Frau an, Digga. Ja, ansonsten. Ich liebe dich. Schöner Sonnenuntergang. Ich liebe dich. Ich hab noch so sehr, wie es nur möglich ist. Ich muss ein bisschen Zunder machen. Und dann hoffe ich, dass die Nacht nicht so wird wie die letzte. Und dass ich einigermaßen durchpennen kann, ohne dauernd vor Kälte wach zu werden. Ja, Digga. Das ist so der Stand der Dinge. Was war das für eine Fahrt? Ich gehe jetzt mal wieder da hinten, wo ich angelandet bin, hin und werde die ganzen Überreste, also die ganzen Stämme, die ich heute den ganzen Tag gehackt habe, aus dem Wasser ziehen, weil dann können die ein bisschen trocknen und dann kann ich die vielleicht morgen oder übermorgen noch verwenden. Vielleicht für eine andere Challenge, vielleicht aber auch einfach nur für mein Lager oder zur Not als Feuerholz. Weil die jetzt einfach da so liegen zu lassen, macht ja gar keinen Sinn. Fritz wird 90% gezeigt, ja. Also zumindest erstmal raus aus dem Wasser, damit die trocknen können. Hat die meiste Watchtime auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall bisher der Tag, wo ich am meisten geackert habe. Wo ist Bommel? Der hat Ohrfeige vom Bär bekommen, der hat hingelegt. Was wirklich so die Laufstrecke und auch die körperliche Aktivität angeht. Aber trotzdem fühle ich mich immer noch gut. Ich fühle mich jetzt nicht so ultra schlapp, wie ich es mir hätte vorgestellt. Ich mache jetzt trotzdem mal kurz 10 Minuten, 15 Minuten Päuschen, gucke aufs Wasser.
Und entspann mich ein bisschen. Und wir dann, glaube ich, nochmal hochgehen aufs Himbeerfeld. Denn wir wollen ja auch Abendbrot essen. Wir brauchen wieder ein bisschen Energie rein. Feuerholz müsste ich vielleicht auch noch vorbereiten. Das mache ich dann nachher hier. Und genau, aber jetzt erstmal 5 Minuten die Seele baumeln lassen. Boah, mückenmäßig ist es gerade so extrem. Ich mache meine Handy hier hin. 1, 2, 3, 4. Es ist auf jeden Fall nur am Summen um mich herum. Deswegen auch Kapuze bei Sonnenschein auf. Also sobald ich zum Beispiel die Flasche festhalte, mit der anderen Hand sammel, werde ich an der Hand links hier mit der Flasche völlig zerstochen. Hat jetzt auf den Arm wieder ein bisschen länger gedauert. Aber das Feld hier oben ist wieder ergiebig. Morgens, mittags, abends. Smoothie. Digga, der gewinnt. Die zeigen auch nur Fritz, Digga. Der gewinnt. Ich liege gerade noch ein bisschen in der Sonne. Und das war wieder eine Möglichkeit. Ja, die geht. Achtet mal auf Obama, Digga. Die haben den nur ganz kurz gezeigt, wie er den Dildo gemacht hat. Danach war er weg. Gedanken schweifen zu lassen. Und ich wollte dich einfach mal teilhaben lassen daran. Ich glaube, dass das erste Projekt ist, die erste Tour, wenn man sie so nennen will, die irgendwie auch die Psyche stark fordert. Also nicht im Sinne von Willenskraft und Durchhaltevermögen und sonst was, sondern einfach dieses mit sich alleine sein, mit seinen Gedanken alleine zu sein, keine Ablenkung zu haben, sich nicht irgendwie, wenn ein komischer Gedanke kommt, einfach ans Handy setzen zu können, Musik hören zu können. Es gibt viele Situationen, wo man negative Gedanken schnell und einfach ausblenden kann. Ne, sei es auf der Fahrradtour, man hört Musik, man quatscht mit den anderen, dies, das, man kann Sachen wegignorieren. Aber hier, hier ist man nur mit sich alleine. Kein Handy, kein Internet, keine anderen Leute, nur man selbst. Ich aktuell noch mit 3 Gegenständen und der Natur. Und egal wie oft man es probiert, manche Gedanken wegzuschieben, es funktioniert nicht. Das Einzige, wie es funktioniert, das habe ich gemerkt, ist Ablenkung im Sinne von Arbeit. Was ist das? Schnitzen oder irgendwie sowas. Also ich merke für mich auf jeden Fall sehr, dass dieses Projekt auch krass viele Höhen und Tiefen hat. Ich glaube, das kommt auf der Kamera und in den Aufnahmen nicht so oft rüber. Aber es gibt immer Momente, wo ich voll dabei bin, voll euphorisch, übelst geil, Sachen, Projekte erledige, Challenges. Im Endeffekt ist die Challenge auch nur eine Ablenkung. Aber sie tut mir gut, definitiv. Es tut mir auch gut, meine Muster zu haben. Im Sinne von 3-mal täglich essen, hochgehen, meine Himbeeren sammeln, hier unten meine Heidelbeeren sammeln. Glaubst du, die machen na, safe, Wasser holen? Die wichsen sich alle ein. Feuerholz machen. Das sind alles so Aufgaben, die ich irgendwie brauche. Ja. Sind aber auch positive Gedanken, die hier kommen. Ja, also, das ist immer so, ne, wenn ich die Flasche hier in die Cam hole, wird die Cam gelb. Ich weiß nicht, warum. Es ist irgendwie komisch, weil ich diesen Zustand an sich von mir nicht kenne. Ich finde ihn aber irgendwie auch nicht schön. Aber ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich habe mir die Isolation einfacher vorgestellt. Ich dachte, mein größtes Problem sei der Hunger. Mittlerweile habe ich durch meine 3-fach Smoothies am Tag, und mein Körper hat es wahrscheinlich dran gewöhnt, kein Problem mehr mit Hunger. Ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keinen Energieverlust. Ich habe Appetit, ja. Aber das ist nicht so schlimm. Die meiste Sache, die mir wirklich zu schaffen macht, ist doch tatsächlich, wie Marin es befürchtet hatte bei sich, die Isolation. Krass. Ja, Digga. Menschen, also was heißt zu schaffen? Das ist, ne, ich ziehe das Ding durch, auch alles gut. Was denkst du, wie die Leute sich im Knast fühlen? Aber es ist trotzdem das, was die
Guck mal. Die größte. Ich nehme das auch gar nicht übel, wenn er sich da ein Dildo baut, Digga. Sag ich euch ehrlich. Ja, den größten Punkt ausmacht. Ich habe übrigens jetzt auch eine neue Taktik gegen Mücken entwickelt. Dicke Klamotten, dass sie nirgends durchstechen können. Hände in den Hosentaschen. Das heißt, die einzige Haut, die rausguckt, ist gerade meine Augenpartie, meine Lippen und meine Nase, weil der Rest ist komplett bedeckt. Sollte sich eine Mücke nähern, dann gibt es folgende Technik anzuwenden. Entweder ein Luftstoß oder... länger werdendes. Da ist wieder eine. Ich bevorzuge den Luftstoß. Für die ganz krassen, ihr könnt auch einziehen und einfach wegatmen. Seht ihr das auf der Kamera eigentlich, wie viele Mücken hier sind? Boah, wie schlimm, Walla. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ganz schnell hier oben Feuer anmachen, weil hier alles voll mit Mücken ist. Also, man hält's hier sonst nicht aus. Das Gute ist, ich habe halt hier alles vorbereitet. Ich habe genug Birkenrinde da, ich habe mein ganz Anzündholz da. Große Sachen, kleine Sachen. Digga, vom Wort her, dieses so perfekte Holz. Sein. Ich frage mich, ob die anderen auch so Probleme haben mit Mücken. Oder ob es bei denen geht. Achso, falls ihr jetzt denkt, ich bin irgendwie traurig, dass es hier nicht geklappt hat mit dem Floß. Eigentlich nicht. Klar, ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn es auch das gemacht hätte, wofür ein Floß gedacht ist, dass es halt schwimmt. Aber egal. Das war jetzt ein Tag Arbeit. Es sieht cool aus. Optisch ist es ein geiles Floß, finde ich. Ja, ich konnte mir vorher schon fast denken, dass die Stämme einfach zu schwer sind und das halt keinen Auftrieb hat. Aber ich bin nicht traurig. Es war eine Herausforderung auf jeden Fall. Allein schon der Akt, dieses Ding alleine an einem Tag nur mit Säge und Messer zu bauen, ist schon... Und ohne Schnüre. Das heißt, wenn ich jetzt einen perfekten, also perfekte Schwimmkörper hätte, perfektes Holz, was einen guten Auftrieb hat, und ich baue das genau so, wie es da ist, mit anderem Holz, dann schwimmt es. Und als Learning reicht mir das. Der Tag ist jetzt vorbei. Ich habe heute nichts gemacht. Ich habe auch nichts gegessen heute. Keine Blaubeeren, gar nichts. Nichts, außer das Floß gebaut. Das wäre für mich ein sehr anstrengender Tag, aber der Tag ist wenigstens, was ich gestern meinte, die Tage sind sehr lang, weil ich mal nichts zu tun. Heute hatte ich sehr viel zu tun. Und ja, egal. Schönes Ding. Schönes Ding. Optisch geil. Das sieht hier aus, ey. Wie auf dem Schlachtfeld hier. Alter. Ich muss morgen auf jeden Fall mal aufräumen hier. Ein bisschen alles Seite machen. Mars bei dir auch noch rum. Das Schlimmste ist aber für mich jetzt, dass ich heute meine Säge und mein Messer unnormal penetriert habe. Also meine Säge ist mittlerweile... Das Schlimme ist ja, dass hier überall Harz dran ist. So richtige fette Harzschicht, die kriegst du gar nicht mehr ab. Vielleicht im Wasser irgendwie, oder ich weiß es nicht, oder Abschaben. Das ist richtig durch. Aber noch kaputt, also weniger kaputt, aber noch mehr gelitten hat mein Messer. Was ich gerade auch nicht mehr finden kann. Hab ich irgendwo hingeworfen oder so. Vielleicht trete ich ja rein. Tritt sich auf jeden Fall gut in den Fuß ein. Morgen ist der 6. Tag. Das heißt, der vorletzte Tag. Und dann geht's wieder nach Hause. In die Zivilisation. Und darauf freue ich mich ehrlich. Also ich habe mir reicht's auch, ne? Also, so ist nicht. Ich bin jetzt nicht eins mit der Natur geworden. Ich komme gut klar. Hier draußen, aber... Nee, ich bin doch lieber denn eher in der Zivilisation und hab gutes Essen, gute Getränke und vor allem eine Dusche und vor allem Leute um mich rum und vor allem Sachen so unterhalten. Ja, Bruder, diese mit Wald aufräumen, ich kann verstehen, was die meinen, aber die übertreiben trotzdem, Walla. Die machen alle Brennnessel wieder zu Brennnessel, die machen wieder jeden Stein zu jeden Stein. Digga, das ist hart gesehen. Mach diese Holz in so eine Ecke und fertig. Haltung. Solange du da kein Plastik oder so liegen lässt, doch auch egal. So, du bist hier der Selbstunterhalter die ganze Zeit. Heute habe ich ja echt viel zu tun gehabt wegen dem Floß den ganzen Tag, aber die letzten Tage war das so... Boah, Bommel auf Floß, das hätte ich gerne gesehen. Dass ich stundenlang einfach nur sinnlos
rumgelaufen bin, irgendwo rumsaß. Also Leute, ich bin raus für heute. Wenn irgendwas sein sollte heute Nacht oder sowas, melde ich mich. Aber ansonsten sehen wir uns morgen früh. Boah, Digga, kannst Fritz nicht mehr einholen. Man kann ihn nicht mehr einholen. Ich glaube, heute Nacht wird es sehr, sehr kalt. Wir haben Blue. Heute Nacht wird es sehr, sehr kalt. Bruder, was ist das für ein Lagerfeuer? Das ist einfach Hölle, Cousin. Was ist für ein Lagerfeuer, Bruder? Wir haben Blue-Himmel und du merkst, wie es einfach kälter wird. Und ich glaube, die Nacht wird richtig, richtig, richtig kalt. Noch ein bisschen Wärme tanken und dann geht's gleich da oben oder rein. Ich verabscheue mich schon mal, sag schon mal gute Nacht und sehne mich zum Tag 6. Vorletzte Mal den ganzen Scheiß durchmachen. Ich kann keine Blaubeeren mehr sehen. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Tag 5 ging auf jeden Fall deutlich schneller vorbei als die anderen. Durch das XXL-Projekt mit dem Floß, was zum Glück funktioniert hat. Auch wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber wir haben die Challenge erfüllt. Digga, ich hätte so Angst, dass während dem Schlaf das Feuer einfach so Schlafsack oder so irgendwas anzündet, Digga. Schlaf gut. Ich habe gerade Paranoia, dass hier der Felsen brechen könnte durch die Hitze vom Feuer. Das ist so ganz, ja, ich weiß nicht, was das für eine Art Stein ist. Aber ich habe das beobachtet hier bei denen, die da direkt am Feuer liegen. Das ist der gleiche Stein. Die sind auf einmal gebrochen. Einfach so, bam. Und das sollte hier natürlich nicht passieren. 144 IQ Delarue. Ich küsse dein Herz, Stufe 1 im Ersten. Wichtig, Digga. Noch 18 Subs, Digga. Dann werden wir, vergiss diese Subs-Anzeige, die hier ist. Die ist einfach besoffen, Cousin. Noch 18, dann sind wir auf 3-1, Digga. Das ist heftig. Heute war krass, das Stream, wirklich, Digga. Heute war echt krass. Zu viel ist gut. Aileen, was geht? Tief in der Nacht und es ist mal wieder super, super kalt. Ich sitze hier extra am Stein, direkt am Feuer. Anders komme ich überhaupt nicht klar. Okay, jetzt passiert irgendwas. Chef, war nächste Folge, der ruft so an, der holt so Handy raus. 080, dreimal die 6. Für die Sex-Hotline drücken Sie bitte die 1. der drückt 1. Der gibt sich. Was denkt ihr, warum ich Handy rausgeholt habe? Aileen! Wichtig! Wichtig! Lustiger! Wichtig! Hey, first of all, I wanna say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah! I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah! Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys! Okay, Adreris.